Ja, ihr Lieben, willkommen zu Kitsch und Klunker. Heute geht es um Schmuck natürlich, wie der Name ja schon sagt, Kitsch und Klunker, Accessoires, Taschenschuhe. Heute soll es aber mal wieder um Schmuck gehen, weil bei mir ist nochmal was Neues eingezogen, was so ein bisschen genau in diesen Trend gerade rein sticht, den es beim Schmuck gibt. Es geht um diesen Dreieckstrend, wie ich schon gesagt habe. Das ist ja im Moment gerade groß, krasse Mode. Große Ketten, große bunte Sachen, aber auch also genau alles, was meinen Geschmack so trifft. Ihr wisst, ich bin nicht die Frau, die kleine Statements an den Ohren oder an den Händen oder um den Hals trägt. Ich liebe ja große Statement-Sachen, aber kleine Sachen würden auch einfach bei meiner Körpermasse und bei meinem runden Gesicht total untergehen, deswegen greife ich auch immer gerne zu diesen riesigen Sachen. Und ich hatte in einem der letzten Videos schon ein paar Ohrringe an, auf die ich jetzt noch mal eingehen möchte, weil ich dachte eigentlich, dass ihr die nicht so gut finden werdet, weil ich stand sehr, sehr lange vor H&M, vor der Schmuckabteilung und dachte mir so, kaufst du das jetzt oder kaufst du es nicht? Ich war mir selber nicht so sicher, ob ich so mutig bin, das zu tragen, aber ich habe sie dann angezogen und sie sehen einfach, finde ich, ganz, ganz toll aus und machen auch was her und peppen jedes schlichte Outfit auf. Deswegen kaufe ich auch immer so großen Schmuck, weil bei meiner Körpermasse ist es auch nicht so einfach, so richtig coole Kleidung zu finden. Mittlerweile wird es immer besser und besser, aber Accessoires, Schuhe und Halstücher geben da immer noch den letzten Pep und ich habe gekauft für 7,95 €, also 8 €, diese goldenen Ohrringe mit diesem neonfarbenen Dreieck unten dran. Ja, ich habe sie dann doch gekauft und trage sie seitdem wirklich sehr, sehr oft. Die baumeln dann so ein wenig am Ohr runter und haben hier diesen Verschluss. Ich hoffe, der leiert nicht aus, der geht auch manchmal ein bisschen bös auf. Also das ist einfach nur so ein Klappverschluss, den man dann oben wieder zumacht. Aber ich bin jetzt wirklich in Liebe und bin sehr froh, dass ich die mitgenommen habe. Da so viele gefragt haben, die gibt es bei H&M, die haben im Moment wirklich wieder tolle Sachen. Ich habe es auch noch auf eine Kette abgesehen, die noch nicht in München irgendwie eingetroffen ist, aber ich hoffe, sie kommt und dann werde ich sie euch auch vorstellen, weil die finde ich dann genial für den Sommer. Diese Farbe hier unten fand ich wirklich toll. Ich bin sowieso mehr der Goldliebhaber als der Silberliebhaber und ich dachte, dazu kann man auch tolle Lippenstifte kombinieren. Ich dachte zum Beispiel an Toxic Tail von MAC, den ich auch habe, den ich aber jetzt irgendwie nicht mehr finde. Ich hatte im letzten Video Lady Danger dazu an, das hat schon ganz gut gepasst, aber ich glaube Toxic Tail wäre noch ein bisschen besser. Auf jeden Fall ist Dreieckschmuck ja gerade groß im Trend und wenn ihr da tolle Empfehlungen für mich habt, dann lasst es mich wissen. Ich habe nämlich noch diese Ohrringe hier, die sind ein bisschen schicker, ein bisschen schlichter sozusagen. Die habe ich bei Forever 21 in Wien gekauft. Die fand ich auch sehr, sehr toll. Und dann habe ich euch ja auch schon vorgestellt, diese Kette, die ich ja auch abgöttisch liebe und meistens zu meiner schwarzen Bluse trage. Also Dreiecke sprechen mich gerade total an. Ich habe eigentlich ein bisschen schlechtes Gewissen, so viel Modeschmuck zu kaufen, weil es die Trends wechseln ja auch so schnell. Auf der anderen Seite macht es mir wirklich Spaß, das zu kombinieren und ja, natürlich euch auch zu zeigen. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr auch Tipps für mich habt, gerade was jetzt so Dreieckschmuck angeht. Am besten auch wirklich große Ohrringe oder so. Ich habe zurzeit im Moment, ich würde gerne mal zu Primark gehen, aber hier gibt es keinen. Ich hoffe, der in Köln macht bald auf, weil ich auch öfter in Köln bin. München ist so ein bisschen schwierig mit Modeschmuck shoppen, außer bei H&M und Six und den üblichen Verdächtigen. Aber ich würde auch gerne mal zu Primark und so. Aber wenn ihr noch andere tolle Tipps habt, auch im Internet, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ja, das war's für heute. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht so gut gefallen hat, gebt einen Daumen nach unten, aber lasst mir auf jeden Fall eine Bewertung da. Wir sehen uns bald wieder, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Meine Mama, mein Papa und ich finde, das ist ein sehr tolles Muttertagsgeschenk. Das sieht poppig bunt aus. Das kann man sich toll irgendwo hinstellen. Vor allem, es geht schnell und es ist sehr kostengünstig.